Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3, meine lieben Gamer-Freunde. Ja, und wir wollen jetzt hier gerade das Spiel Gwent lernen. Ein altes Kartenspiel der Zwerge. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal damit an und schauen mal, wie dieses Spiel funktioniert. Du beginnst. Interessant. Okay. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setze diese 10 also klug ein. Fortfahren. Stärke der Einheit. Oh Gott, oh Gott. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Dies ist das Kampfreihensymbol. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Spezialfähigkeiten. Manche Einheitskarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses Ketwenischen, wie wird das ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Okay, Schnee, Nahkampf, Wind, klar, Pfeil und Bogen, Meteoriten oder was soll das sein? Belagerung. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Okay, Rundenbeginn. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Zeit für ein Duell. Fällt mir da nun mal so spontan ein. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du Viereck drückst. Drücke X, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal X, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. So, du bist am Zug. Ja. Okay. Anführerkarte einsetzen? Nö, passen auch nicht. Was haben wir denn hier? Hier mal Nahkampf. Ich sterbe für Redanien. Ich töte für Redanien. Sogar Würmer würde ich fressen. Muss aber nicht. Ich hätte gerne aber als erstes einen Bogenschützen oder einen Fernkampf. Das sieht eher nach einer Magierin aus. Sabrina Glevisik, die Tochter der Wildnis von Kaedwin. Oder soll mal. Na, die hat Stärke 4. Ich glaube, das ist für den Anfang erstmal gut. Setzen wir jetzt. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Okay. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Dreieck gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karte mehr ausspielen. Ach, sag an! Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Okay, also liegt er jetzt sozusagen was. Damit ist er jetzt stärker. Okay, ich hab's verstanden. So, was ist denn das hier ganz rechts? Wir geben ihnen oft weibliche Namen wie Anne, eher wie Bertha. Das ist die Belagerung. Er hat jetzt auch einen Bogenschützen. Jetzt ist die Frage, ob das einzeln betrachtet wird. Wir hauen nochmal Sheldon Skax. Ich war dort an vorderster Front, wo die Kämpfer am heftigsten tobten. Noch schieben wir mal noch einen dazu. Okay. Er ist diesbezüglich immer noch stärker als wir. Und deswegen sollten wir jetzt noch Kaira Metz einsetzen. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens toll aussehen. Dein Ernst. Feuerskorpion. Ich bin am Zug. Dann werden wir jetzt unsere Belagerung auch setzen.
Okay. Wir haben einen stärkeren Schwertkämpfer, und zwar Siegfried von Denesi. Ist das ein L oder ein I? Denesle. Über Frieden zu verhandeln ist einfacher, als ihn einzuhalten. So. Jetzt komm du mal mit einer besseren Belagerung. Dein Ernst. Was haben wir denn hier? Strömender Regen. Selbst der Regen in diesem Land riecht nach Pisse. Der Regen kann die Belagerung schwächer machen, ne? Aber wir sind doch auch so schon stärker. Aber das machen wir trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber setzt die Stärke alle Belagerungskarten beider Spieler auf 1. Okay. Was haben wir hier? Du musst den Arm um 5 Grad rekalibrieren. Ich soll was um... Wie bitte? Belagerungsexperte. Nee, wir hauen mal jetzt hier noch unseren... Ach komm. Detmold. Was ist denn jetzt, wenn ich die Anführerkarte einsetze? Na komm, wir bringen mir noch den hier. Die Musik ist geil. So, wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Der wird doch jetzt... Ich drück jetzt mal auf Passen. Kann ich nicht. Warum kann ich... Ich drück doch Passen. Ach, ich muss halten. Runde gepasst. Jetzt setzt nichts. Ja, was macht der jetzt? Gutes Wetter. Der Arsch! Das ist nicht sein Ernst! Aber wir haben gewonnen, oder was? Wir haben trotzdem gewonnen, hä? Okay, das ist gut. Der Rundenverlierer verliert auch ein Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Yay, wir haben unsere erste... Du hast die Runde gewonnen! Okay, ich wollte mich erst beschweren, aber das lasse ich. Runden beginnen. Okay. Ich habe jetzt nur noch diese Karten. Klirrende Kälte. Setzt die Stärke der Nahkampfkarten. Okay, wir setzen jetzt hier mal unsere Belagerung ein. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Strömender Regen. Ich nehme mal stark an, wenn ich jetzt diese Karte einsetze, dann wird seine Wetterkarte zerstört, oder? So sehe ich das doch richtig. Ach nee, sie kommt dazu. Okay. Ach, er hat gar nichts mehr, oder was? Dann, also so sehe ich das jetzt. Ja, der kann unsere Belagerung nochmal verbessern. Passen. Yeah, wir haben gewonnen. Profi-Tipps, gewonnen. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Finden von Karten. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Das Spiel hat echt Spaß gemacht. Max, bis zu 3 Runden kommen. Na klar, natürlich. Wenn jeder 2 Leben hat... Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Haben wir jetzt auch was gewonnen? Hey, komm, unser erstes Spiel ist wahrscheinlich sowieso 9 Gegenstände halten. Sultan Shivari. Sammle sie alle. Komm, schnapp sie dir. Das ist irgendwie gerade so ein Mix aus Yu-Gi-Oh! Und Pokémon irgendwie. Ich weiß es nicht. Nee, natürlich, das erste Spiel ist wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass man das gewinnt. So, und wir sind ja hier jetzt immer noch in dieser Herberge. Und wir sind immer noch auf der Suche nach jemandem, der uns was über Yennefer sagen kann, über ihren Verbleib. Und da haben wir hier noch, Gaunter Odim. Oder wie heißt der? Ich suche eine Frau. Wie jeder.
Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Bin nicht in der Stimmung. Kommen wir zur Sache. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Das ist aber sehr viel Schnaps. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Zitronenwodka. Okay. Woher kennst du ihn? Und wer bist du? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Wo ist Jennifer? Du weißt, wer ich bin und wer bist du? Der weiß irgendwie alles, von daher. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich nichts an. Natürlich geht es um die Liebe. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Wo ist er hin? Der war auf einmal weg. Jetzt müssen wir die Nilfgaarder nach Jennifer fragen. Gibt es hier noch irgendwas, womit wir in der, mit den Kerzen schon wieder? Die machen mich echt verrückt, die Kerzen. Okay. Aus der Tür raus. Wir sehen auf der Minikarte, wo wir lang müssen. Sind das die? Ah, okay. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich mag die. Erst schreit sie auf einmal los, jetzt ist sie die dramaturgische Figur in diesem ganzen Spiel. 3-1, holla, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht lange. Lasst das. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Ja, nett aber auch. Habe ich ihn jetzt schon anvisiert? Jetzt habe ich ihn. So, na dann komm mal her, mein Freundchen. R2 war, glaube ich, ne? Ups, nicht rechtzeitig. Jetzt muss ich überlegen. Einen Moment. Angriff parieren konnten. L2 war es. Zum Glück steht das da rechts unten. Okay. Ah, wieder falsch gedrückt. Greifen wir mal an. Och, tja. Dein Arsch gehört mir. Und jetzt. Zack. Und noch einmal. Ah, er ist ausgewichen. Und jetzt. Nicht nachlassen. Sohn einer Ziege. Er kommt her.
Habt ihr gemerkt, dass ihr es alleine nicht schaffen könnt, hä? Scheiße. Das kannst du laut sagen. Der eine hat sich schon ein bisschen zurückgezogen. Hä, ich war doch... Hallo. Scheiße. Flucht aus dem Kampf. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte X gedrückt, um während eines Kampfes zu sprinten. Nee, danke. Brauche ich nicht. Ich dachte nur, dass sie zu weit weg wären, als dass sie uns treffen könnten. So, jetzt noch ihn. Und jetzt zack. Wartet euch zu treffen. Ja, ne? Finde ich auch. Wir nehmen mal Brot zu uns ein bisschen. Das ist unser... Das ist Plätze. Können wir hier jetzt auch was aufnehmen bei denen? Hexersinn. Pferd. Da leuchtet doch was hinter dem Pferd. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Altes Ziegenfell. Also haben die Leute einen noch mehr Ziegenfell. Gewöhnlicher Gegenstand. Plötze. Na komm. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir machen langsam. Oh, guck mal, eine Gans. Ist das cool. Spielspeichern. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutiger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Da können wir das dann machen. Okay. Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder abnehmen. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst. Egal. Suchst du Ärger? Ey, du versteckst dich in einem Zaun. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Ich kenne sie schon länger. Was ist denn da im Wasser? Ist das ein Kind? Es könnte auch Gollum sein. Von den Bewegungen her könnte das echt Gollum sein. Nur die Farbe passt nicht so ganz. Frisch auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So saftig süß. Langsamer. Wer ist denn das? Absteigen? Das hat mein Interesse geweckt. Wer bist denn du? Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay. Na dann. Weiterhin viel Spaß, vielleicht findest du ja einen Ring. So, ich folge jetzt erstmal. Wir sehen, dass wir hier verschiedene Kräuter auch aufsammeln können. Dazu wird es dann aber sicherlich später kommen. Ich möchte jetzt erstmal kurz der Mission folgen. Weil ich glaube, das gehört alles noch ein bisschen so zum Intro ein wenig. Deswegen wird das jetzt erstmal verfolgen, bevor wir die ganze Welt erkunden. Okay. Da hat mir die Karte gerade was anderes angezeigt. Egal. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Wir sind ja gerade auf dem Weg dahin. Haben wir irgendwo eine allgemeine Karte irgendwie? Charaktere, Meditation, Quests, Weltkarte. Damit wir mal sehen, wo wir überhaupt hinreiten müssen. Warte mal. Kann ich irgendwie zoomen? Das ist unser aktueller Stand. Füllt aus Zoomen. Okay. Ah, jetzt habe ich es doch schon. Ach, es geht gar nicht näher ran. So, und wo müssen wir denn jetzt hin? Naja, wir folgen dem Ganzen. Das muss ein Ort der Macht sein. Das heißt jetzt, was? Kann Plötze auch springen? Wen haben wir denn hier? Ich grüße. Da hängen sie schon. Überall hängen Leute, ey. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass diese Punkte uns jetzt dahin führen zu dieser Mission. Brot haben wir erstmal noch genug, aber da bewachter Schatz, neue Markierung. Oh Gott, wir müssen hier echt erstmal. Ah, da links, jetzt sehe ich es gerade. Komm, lass mal kämpfen. Wow! Hinter uns! Wow, 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 wow! Einen Moment, warte mal. Jetzt mal hier ganz ruhig, Freunde, so ist das nicht cool.
Wow, wow. Fuck. Gaswolken im Sumpf. Ja, jetzt kommen auch noch Gaswolken dazu. Temporäre Effekte, verdammt. Wow, wow. Nicht so... Wow. Freunde. Ich... Jawohl, ich wusste... Na, Brot, 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 Brot. Ach, Gaswolke. Okay. So viel dazu. Letzten Spielstand laden. So, jetzt haben wir in der dritten Folge haben wir unseren ersten Tod. Damit haben wir das jetzt wenigstens auch hinter uns. Man darf es echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist, wir haben es uns ja auch ein bisschen schwerer eingestellt, was ich aber auch gut finde. Wir werden wahrscheinlich deswegen des Öfteren sterben, aber es ist wenigstens auch eine Herausforderung da, was ich wichtig finde. Habe ich letztens erst die Diskussion mit Freunden gehabt. Wie macht ihr denn das jetzt mal? Es würde mich mal interessieren, wie spielt ihr denn Spiele? Also ich spiele in der Regel, spiele so auf der mittleren Stufe erstmal, auf normal. Ein Kumpel von mir wiederum hat gesagt, er spielt es erstmal auf leicht, damit er durchziehen kann und das alles erlebt und dann irgendwann macht das, oh, jetzt sind sie gerade alle umgefallen. Und danach erhöht er den Schwierigkeitsgrad. War nett, euch zu treffen. So, da könnt ihr mir, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Das würde mich echt mal interessieren. So, und jetzt gucken wir nochmal, nein, falsch. Weltkarte. So. Anschlagsbrett. Und da oben. Okay, also da Flieder und Stachelbeeren. Okay, da müssen wir hin. Da sind wir schon richtig geritten. Wollen wir doch mal los. Mach langsam. So, die Brote haben wir noch. Das ist gut. Spiel speichern, das hatten wir gerade. Ja, ist okay. Aber die zwei stehen hier nicht mehr da. Komm schon, Plätze. Aber Gollum ist noch da. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Also, wie gesagt, würde mich echt interessieren. Schreibt es einfach mal rein. Ich möchte halt schon da eine gewisse Herausforderung haben. Denn wenn ich ein Spiel auf leicht spiele und dann auf normal, habe ich ja trotzdem immer noch den Vorteil, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Naja. Aber jeder ist eins. Friedhof vom Weißgarten. Ein Ort der Macht. Achtung, die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und um ein paar Stufen aufsteigen, ehe du gegen diesen Gegner antrittst. Gegen wen denn hier? Ach, den da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber da uns das Spiel darauf hinweist, sollten wir jetzt einfach mal flüchten. Glaube ich nicht das Verkehrteste. Unterwegs essen wir mal noch ein Brot. Aber. Nicht so schnell, Plätze. Sind die Wölfe? Ja, die sind noch da. Ein Moment. Den möchte ich jetzt doch den Gar ausmachen. Feuerschaden. So. Okay. Kommt her. Jetzt kommen sie. Hoppala. Hoppala. Und jetzt. Verdammt. Ich war zu weit weg. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Oh Scheiße, wir werden gleich wieder sterben, so ein Mist. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Aber ich will doch nicht aufgeben hier. Und einmal. Ah, es geht nicht. Ich halte doch X gedrückt. Dann muss er doch jetzt rennen. Ein Wag ist das sogar. Okay. Wir lernen aus unseren Fehlern. Plötze. Plötze. Bist jetzt sauer auf mich, weil... Ja. Ja. Bist jetzt sauer auf mich, weil wir nochmal dahin geritten sind. Schnell weg hier. Raus aus den...
Ja, lass Plötze in Ruhe. Warum führt uns das Spiel denn hier nochmal lang, ey? Mann. Was ist denn hier? Ach, die trainieren, okay. Ach, herrje. Okay, ich glaube, hier sollten wir jetzt vom Plätze absteigen. Ich muss mir merken, dass ich beim Absteigen einen Kreis gedrückt halten lassen muss. Ja, wir müssen hier hoch. So. Puh, angekommen. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst höflich sein. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Aber anscheinend werden sie wirklich Arbeit für uns haben. So, interessant. Was auch immer du sagst. Find's heraus. Was labern die denn nur? Komm, wir reden mal mit dem hier. Nee. Was? Ja, ihr seid sehr gesprächig. So, auf der Karte sehe ich, dass wir da einen Schmied haben. Ein Quartiermeister. Da stand was. Ich habe es aber nicht lesen können, weil ich X gedrückt habe, weil ich den eigentlich ansprechen wollte. Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Zeig mir, was du anzubieten hast. Kannst du etwas für mich anfertigen? Wie ist die Moral im Lager? Was hat er denn so? Zeig mir deine Waren. Der Quartiermeister. Ach du Gott, was hat er denn da alles? Anfänger-Waffenreparatur-Set. Ja, ach, es tut mir wirklich leid, dass das da immer wieder reinkommt. Ich muss mal gucken, dass ich das ausgestellt bekomme. Hast du... Nee, Brot hast du nicht, ne, oder? Ja. Fellstück, Schwerter, ach herrje. Benötigte Stufe 1, also wir könnten jetzt sogar schon zugreifen. Würde schaden, der... Wie viel kostet das denn? 69... Geld hätten wir, ne? Um 7 erhöhen? 7? 8? Und das hier ist schon mal... Das kuvirische Entermesser. Aber wir können sogar L2 drücken, um zu vergleichen. Aber warum steht er jetzt... Doch, Schaden nach unten. Ach so, das ist... Ah, nee, ist okay. Aber Rüstungsdurchbohrung plus 25. Sowas haben die Schwerter nicht. Ach, Herr Jemine, Handwerk. Gott, oh Gott, reparieren, was... Zustand, okay, das ist noch bei besten... Im besten Zustand Verbesserung. Es gibt keine Gegenstände zu verbessern. Zerlegen. Erstmal bis dann. Bis dann. Und das sage ich jetzt auch an euch, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir gehen zum Turm, wie die Wache es gesagt hat, dann in der nächsten Folge. Es sind einige Eindrücke, die wir hier echt erstmal sammeln. Und die ich jedenfalls für meinen Teil erstmal verdauen muss. Hier kommen meine Zutaten sammeln. Oh, eine Pusteblume! Sehr schön. Da freuen wir uns jetzt noch über eine Pusteblume. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.